Hallihallo, ich bin's wieder, euer Knossi. Willkommen zu diesem kleinen Real-Life-Video. Ich habe euch ja im letzten Video angekündigt, dass es im nächsten Video, also im heutigen Video, um Veränderungen gehen soll im Kanal. Es werden jetzt keine Mega-Veränderungen sein, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt Beauty-Videos oder so. Vielleicht wird das auch mal kommen, aber da könnt ihr noch gespannt sein. Es soll heute einfach darum gehen, dass ich in letzter Zeit, in den letzten Monaten einfach nicht zufrieden mit mir selbst war. Denn ich hab immer gesagt, Leute, es kommen Videos, dann kommen wieder mehr Videos, es sind aber nicht mehr Videos gekommen, sondern dann noch weniger. Und ich sehe auch, also vor 2 Tagen war das letzte Video, davor vor einer Woche, davor vor 3 Wochen, davor vor 1 Monat, davor vor 2 Monaten. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Deswegen reiße ich mich jetzt wirklich, wirklich am Riemen. Ich kann und will jetzt keinen fixen Upload-Plan machen, sondern ich werde... Immer wenn ich ein Video poste, werde ich das einfach auf Facebook ankündigen und auf Facebook posten. Das heißt, falls ihr nichts verpassen wollt, dann geht einfach auf meine Facebook-Seite. Hier habe ich sie offen. Ne, habe ich nicht offen. Und könnt ihr dort mal auschecken und ein Like oder Favorite hinterlassen, weil wenn ihr, glaube ich, der Seite unendlich lang folgt, dann, also wenn ihr so unter Favoriten hinzufügt, dann seht ihr auch alle Benachrichtigungen. Ist ja auch egal. Und jetzt wollte ich euch noch was sagen, wie ihr jetzt immer erkennt, um was es im Video geht. Hier seht ihr das Video, welches nächste Woche rauskommt. Nämlich mein Xbox One 2-Jahres-Fazit. Also ich habe jetzt die Xbox One schon fast 2 Jahre und da kommt ein kleines Video dazu. Und ich habe mein Thumbnail jetzt generell geändert. Das heißt, hier seht ihr zur Schrift, um was es geht. Hier ist auch so das Spielelogo, wie ihr es bei FIFA 16 zum Beispiel gesehen habt. Danach sind halt die verschiedenen, entweder bin ich hier eingeblendet oder die Xbox kommt auf an, um was es geht. Und dann hier oben, Leute, seht ihr so ein kleines Zeichen. Entweder ist es ein Mikrofon, dann ist ein Commentary. Oder es ist eine Kamera, hier, warte, so, habe ich alles gemacht, schon vorbereitet, hier ist eine Kamera, das ist ein Real-Life-Video, so wie heute. Heute habe ich zwar ein Mikrofon eingefügt, aber nur damit ihr jetzt mal verschiedene Sachen, weil hier habt ihr so einen Punkt gehabt, deswegen wollte ich heute das Mikro einfügen, ist auch egal. Oder, falls ihr nichts von den beiden habt, oder also einen Controller oder diesen Controller, muss ich noch schauen, was besser aussieht. Dann ist es so ein Let's Play, dann spiele ich live oder zeige euch irgendwas im Spiel, irgendwelche Spieletipps oder sowas. Und das war es eigentlich auch. Das heißt, es ist gar nicht so ein Umbruch, aber es ist also vom ganzen Design her, ich wollte einfach neu strukturieren und so einen kleinen Neuanfang für mich persönlich auch, sag ich mal, wiedererleben. Das heißt, so ein Neuanfang, wo ich einfach sagen kann, ich habe jetzt wirklich einen Schlussstrich gezogen von den alten Videos, also wirklich vom Design her auch. Ich wollte einfach das Ganze mal hinter mir lassen, wirklich was neu starten, deswegen habe ich jetzt mit dem Design gearbeitet und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr seid jetzt auch gespannt, es wird jetzt nicht nur Call of Duty kommen auf dem Kanal, sondern auch FIFA. Ich hoffe, das stört jetzt nicht viele von euch. Wer es nicht anschauen will, der muss es nicht anschauen, aber Call of Duty wird weiterhin kommen, auch Black Ops 3, auf das ich mich jetzt immer mehr freue. Und falls ihr irgendwas in den Kommentaren für mich oder auch generell, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Comments. Bis zum nächsten Video. Ich sag Tschaußen, bis zum nächsten Mal. Euer Knosti.